Paul Simon und Art Garfunkel lernten sich 1953 während der Schulzeit in Queens kennen. Zusammen bildeten sie das Folk-Rock-Duo Simon und Garfunkel und wurden zu einer der meistverkauften Gruppen der 60er Jahre. Tragischerweise konnte ihre Freundschaft jedoch Ruhm und Reichtum nicht überleben. Dies ist die Geschichte von Simon und Garfunkel. Für Paul Simon war Musik einfach. Sein Vater, Louis Simon, war ein Bandleader, der bereits in TV-Shows aufgetreten war, darunter The Jackie Gleason Show, als die Familie nach Queens, New York zog, als Paul ungefähr 4 Jahre alt war. Nur 3 Blocks entfernt wohnte Art Garfunkel, der sich laut seiner Website im Alter von 4 Jahren für Musik zu interessieren begann, als sein Vater einen frühen Audiorekorder mit nach Hause brachte. 1953 wurden die beiden Freunde, als sie gemeinsam die Parsons Junior High School besuchten. Nachdem sie in einer Schulproduktion von Alice im Wunderland aufgetreten waren, gründeten sie ihre eigene Doo-Wop-Gruppe. 1957 beschlossen sie, als Duo unter dem Namen Tom & Jerry zu singen. Ihre erste Single, Hey Schoolgirl, war ein Top-50-Hit. Nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass sie erst 16 Jahre alt waren. Simon & Garfunkels Zeit als Tom & Jerry war nur von kurzer Dauer. Sid Prosen, der Plattenmanager, der ihnen den High School Girl Auftritt verschaffte, schaffte es ihnen, einen Platz bei American Bandstand zu verschaffen. Aber er unterzeichnete auch einen Solovertrag mit Simon, den Garfunkel als Verrat ansah. Das Duo trennte sich. Es war nur die erste von vielen Trennungen. Nach ihrer Wiedervereinigung 1963 traten sie eine Zeit lang unter dem Namen Kane & Gar auf. Ein Plattenmanager hörte sie und nahm sie bei Columbia Records unter Vertrag, wo sie ihr erstes Album unter ihrem richtigen Namen machten. Wednesday Morning 3 AM verkaufte sich kaum, als es 1964 herauskam. Also trennten sie sich wieder und gingen getrennte Wege. Eine lustige Sache ist jedoch passiert. Ihr Song The Sound of Silence begann Ende 1965 ein Publikum zu finden. Und Anfang 1966 erreichte er Platz 1 der Billboard-Charts, fast 2 Jahre nach seiner Veröffentlichung. Simon und Garfunkel kamen wieder zusammen und es folgte ein Hit nach dem anderen, wobei die Single Miss Robinson 1968 die Nummer 1 erreichte, nachdem sie im Filmklassiker The Graduate zu hören war. Simon und Garfunkel waren oben auf der Welt, was bedeutete, dass die einzige Richtung, in die sie gehen konnten, nach unten war. 1970 sollte sich das erfolgreichste Jahr aller Zeiten für Simon und Garfunkel erweisen. Es wäre auch effektiv ihr letztes Zusammensein. Während der Arbeit an ihrem letzten Studioalbum Bridge Over Troubled Water kam es zu Spannungen zwischen den beiden. Gleichzeitig wurde das Duo von The Graduate-Regisseur Mike Nichols für seinen neuesten Film Catch-22 gecastet. Doch kurz vor Drehbeginn wurde Simons Rolle aus dem Drehbuch gestrichen. Garfunkel, der sich zunehmend für die Schauspielerei interessierte, machte mit seiner Rolle weiter und übernahm dann auch eine Rolle in Nichols nächsten Film Carnal Knowledge. Schauspielerkollege und Dokumentarfilmproduzent Charles Grodin beschuldigte Nichols, die offizielle Trennung des Duos vorangetrieben zu haben. Laut dem Hollywood Reporter sagte Grodin: "Ich finde, das ist einfach empörend. Du nimmst nicht Simon und Garfunkel und bittest sie, in einem Film mitzuspielen und gibst nur einem von ihnen eine Rolle. Das machst du einfach nicht." Bridge Over Troubled Water war jedoch ein durchschlagender kommerzieller Erfolg und wurde zum meistverkauften Album des Jahres 1970 und zeitweise zum meistverkauften Album aller Zeiten. Im März 1971 schrieb Bridge Over Troubled Water auch Grammy-Geschichte. Simon & Garfunkel als Gruppe gewannen 2 Auszeichnungen für die Schallplatte und das Album des Jahres, während Paul Simon insgesamt 7 Grammys erhielt, ein Rekord, der bis 1984 Bestand haben sollte. Die Auszeichnungen waren jedoch bittersüß, denn bis dahin hatte sich das Duo wieder getrennt. Dieses Mal würde es dauerhaft sein. Während ihre berufliche Beziehung in die Brüche ging, kämpften sowohl Simon als auch Garfunkel mit ihrem Privatleben. 1969, kurz vor der Trennung des Duos, heiratete Simon Peggy Harper. Die beiden hatten 1972 einen Sohn, aber die Ehe zerbrach, was 1975 zur Scheidung führte. Simon verlobte sich später mit Carrie Fisher und die beiden heirateten 1983. Die Ehe dauerte nur 1 Jahr, aber sie setzten die Beziehung fast 1 Jahrzehnt lang fort, nachdem sie sich scheiden ließen. Es endete schließlich, als Simon 1992 seine Musikerkollegin und jetzige Frau Edie Brickell heiratete. Auch diese Beziehung war jedoch gelegentlich angespannt. 2014 stand das Paar wegen ungeordneten Verhaltens vor Gericht, nachdem sie in einen körperlichen Streit geraten waren, obwohl die Anklage schließlich fallen gelassen wurde und sie immer noch stark zu sein scheinen. Garfunkels Liebesleben war ebenso turbulent. Nach dem Ende seiner Partnerschaft mit Simon heiratete Garfunkel 1972 seine Freundin Linda Grossman. Sie ließen sich 1975 scheiden und sprachen Berichten zufolge nie wieder miteinander. Garfunkel begann daraufhin eine Beziehung mit der Schauspielerin Lori Burr, die bei ihm einzog. Während er 1979 unterwegs war, nahm sie sich tragischerweise im Alter von nur 25 Jahren das Leben.
Garfunkel war Berichten zufolge am Boden zerstört und schreibt eine kurze Beziehung mit der legendären Regisseurin Penny Marshall zu, die ihm geholfen hat, ihn aus einer tiefen Depression zu ziehen. 1985 traf Garfunkel schließlich seine jetzige Frau Kim Carmack, einen langjährigen Fan, die das Glück hatte, ein Date mit dem legendären Musiker zu bekommen. Sie sagte den Savannah Morning News: "Er ist wirklich ein wunderschöner Mensch. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich ihn liebe." In den turbulenteren Jahren nach dem Ende von Simon & Garfunkel startete Simon eine äußerst erfolgreiche Solokarriere und produzierte zwischen 1970 und 2000 8 Alben mit Songs, die sich intensiv mit den traurigsten und dunkelsten Momenten in Simons Leben befassten. 1972 diskutierte er mit Dick Cavett über seine psychischen Probleme und erklärte die Vorteile der Psychoanalyse. I think I was pretty crazy when I started. You know, and I think I'm at a level of craziness now where I can just walk around and be okay. 1984 enthüllte Simon Playboy, dass er, Zitat, durch Depression immobilisiert wurde, bis er schließlich die Hilfe eines Psychiaters bekam, der ihm half, Antworten in sich selbst zu finden. Er sagte: "Die meisten Leute sehen mich und fragen sich, wie konnte dieser Typ depressiv sein?" Die Antwort ist, dass Simon mit der gleichen Sache zu tun hatte wie viele Menschen, ob berühmt oder nicht, Probleme mit Selbstverzweifeln und Selbstwertgefühl. Man könnte sagen, dass es schlecht ist, klein zu sein, keine Stimme zu haben, die man will, nicht so auszusehen, wie man aussehen möchte, eine schlechte Beziehung zu haben. Einiges davon ist real, auf die du dich konzentrierst. Ich war nicht in der Lage, die Fülle zu absorbieren, die in meinem Leben war. Wenn Sie jemals etwas absolut Wunderbares erreicht haben, nur damit jemand Ihren Ballon zum Platzen bringt, weiß Paul Simon genau, wie Sie sich fühlen. 1984 ließ er sich von der südafrikanischen Musik inspirieren, ein neues Album zu schaffen, das musikalische Traditionen vereint. Er nannte es Graceland und flog nach Südafrika, um mit einheimischen afrikanischen Musikern aufzunehmen. Das Album, das 1986 veröffentlicht wurde, brachte Simon 2 weitere Grammy-Gewinne ein. Aber es brachte auch eine Menge Kontroversen mit sich. Das liegt daran, dass einige ihn beschuldigten, den Kulturboykott gegen die südafrikanische Apartheid-Regierung gebrochen zu haben. Andere warfen ihm kulturelle Aneignung vor. Aber Simon verteidigte sich energisch und machte einen Unterschied zwischen Auftritten vor weißem Publikum und Aufnahmen mit schwarzen Künstlern. 2012 sagte er gegenüber National Geographic: "Was an Graceland ungewöhnlich war, war, dass es an der Oberfläche unpolitisch war. Aber was es repräsentierte, war die Essenz der Anti-Apartheid, indem es eine Zusammenarbeit zwischen Schwarzen und Weißen war, um Musik zu machen, die die Menschen überall genossen. Es war das komplette Gegenteil von dem, was das Apartheid-Regime sagte, dass eine Gruppe von Menschen minderwertig sei. Hier gab es keine Unterlegenen oder Überlegenen, nur eine Anerkennung der Arbeit eines jeden als Musiker. Es war eine starke Aussage." 1990 erhielten Simon und Garfunkel eine der angesehensten Ehrungen, die ein Musiker haben kann. Das Duo wurde in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Und sie feierten, indem sie die Welt mit einem Diss auf Hall of Fame-Niveau verwöhnten. Während ihrer Einführung beendete Garfunkel seine Rede mit den Worten: "Ich möchte vor allem der Person danken, die mein Leben am meisten bereichert hat, indem sie diese Songs durch mich gebracht hat. Meinem Freund Paul hier." Darauf antwortete Simon: "Arthur und ich sind uns in fast nichts einig, aber es stimmt. Ich habe sein Leben um einiges bereichert." Simon schien zu scherzen. Eine gewisse Genugtuung empfand er jedoch zweifellos, dass er 2001 erneut in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen wurde, diesmal jedoch als Soloakt. Hatte einer von ihnen jemals Probleme mit Drogen? Simon and Garfunkel is poetry. Yes, it's poetry. It is the poetry of drugs and promiscuous sex. Honey, they're on pot. Es stellte sich heraus, dass sie recht hatte. Simon erzählte Dick Cavett 1972, dass er sowohl mit dem Rauchen als auch mit den Drogen aufgehört habe. Aber es dauerte viel länger, bis Garfunkel aufgab. Im Jahr 2004 wurde Garfunkel wegen Besitz von Marihuana festgenommen, als seine Limousine wegen Geschwindigkeitsüberschreitung angehalten wurde. Damals kam er mit einer Geldstrafe davon, wurde aber 2005 erneut verhaftet, weil er beim Rauchen eines Joints am Steuer gefahren war und musste schließlich vor Gericht gehen. Im Jahr 2010 hörte Garfunkel jedoch endgültig mit dem Rauchen auf, und das aus gutem Grund. Nach Wiedervereinigungen 1980, 1983 und 2003 gingen Simon und Garfunkel 2010 wieder auf Tour. Es stellte sich heraus, dass er ein gelähmtes Stimmband hatte, das eine Reha erforderte. Eine Reha, die es erforderte, dass er mit dem Rauchen aufhörte. Die Tour wurde verschoben und dann schließlich abgesagt, als Garfunkel viel länger als erwartet brauchte, um sich zu erholen. Simon hatte das Gefühl, dass Garfunkel die Reha nicht ernst genommen hatte und beschuldigte Garfunkel, ihn mitgerissen zu haben. In dem Buch Paul Simon – The Life sagte Simon dem Autor Robert Hilburn: "Er hatte uns alle im Stich gelassen. Ich hatte das ganze Drama satt. Ich hatte das Gefühl, ich konnte ihm nicht mehr vertrauen."
Die Stimmbänder waren nicht das einzige Problem von Art Garfunkel. Im Februar 2015 berichtete die New York Post, dass sein Penthouse Feuer fing, während der Sänger außer Landes war. Laut der New York Daily News war ein Rohr eingefroren und als Wartungsteams versuchten, es aufzuheizen, bildeten Funken Rauch, der dazu führte, dass Feuerwehrleute eine Wand niederrissen. Dadurch wurden mehrere Bücher aus Garfunkels umfangreicher Bibliothek beschädigt. Trotz des Schadens gab Garfunkel eine Erklärung ab, die teilweise lautete: Wir können die Geschwindigkeit und Effektivität der Feuerwehrleute nicht genug loben und den Männern und Frauen, die diese Stadt beschützen, von ganzem Herzen aufrichtig danken. Garfunkel sagte später zu Rolling Stone, dass der Schaden nicht allzu schlimm gewesen sei, aber dass er ungefähr 100 Bücher durch Wasserschäden verloren habe. Als begeisterter Bibliophile mit über 1000 ausgestellten Büchern in seiner Wohnung sagte er: Ich liebe meine Bücher, also habe ich sie ersetzt. Jedes einzelne von ihnen. Wenn es scheint, als wäre es eine Ewigkeit her, dass Paul Simon und Art Garfunkel ihre erste Zigarette als Jung geteilt haben, dann liegt es daran, dass es so war. In den über 60 Jahren, seit sich die Musiker zum ersten Mal trafen, haben sie sowohl zusammen als auch getrennt Alben produziert, erfolgreiche Solokarrieren verfolgt, Bücher geschrieben, in Filmen mitgespielt und eine ganze Welt bereist, die weiß, wer sie sind. Und einer von ihnen hat das alles satt. Simon sagte der New York Times im Jahr 2016: Showbiz interessiert mich nicht. Es schien auch die Tür für ein mögliches Wiedersehen mit Garfunkel endgültig zu schließen, da er NPR im Jahr 2016 sagte: Ganz ehrlich, wir kommen nicht miteinander aus. Es ist also nicht so, als würde es Spaß machen. Wenn es Spaß gemacht hätte, würde ich sagen, okay, manchmal gehen wir raus und singen alte Lieder in Harmonie. Das ist cool. Aber wenn es nicht so ist, nun, dann habe ich viele musikalische Bereiche, in denen ich gerne spiele. Das wird also nie wieder passieren. Simon scheint es ernst zu meinen, als er 2018 seinen Rücktritt ankündigte. Aber wie üblich dreht Art Garfunkel immer noch in die entgegengesetzte Richtung seines langjährigen Partners. Und er hat eine Nachricht für Paul Simon. Garfunkel möchte, dass Simon sich meldet. Garfunkel zitiert eine Zeile aus Bridge Over Troubled Water gegenüber American Songwriter: Ich werde dein Freund sein, wenn du in Schwierigkeiten steckst. Nun, ich bin jetzt in Schwierigkeiten, da ich 78 bin, Paul. Wenn Paul mein Freund sein soll, ruf mich an, Paul. Lese dieses amerikanische Songwriter-Interview und ruf mich an. Wird es also ein weiteres Wiedersehen geben? Es scheint sicher unwahrscheinlich, aber angesichts der wechselhaften Natur ihrer Beziehung kann man niemals nie sagen. Selbst wenn Simon genau das bereits gesagt hat. Wir müssen nur abwarten und sehen.